Moin, herzlich willkommen hier auf Johns MOBA. Heute nicht zu einem Log-Review, sondern zu einem adventlichen Beisammensein. Ich wollte euch mal ein bisschen mitnehmen auf die Reise der letzten 12 Monate. Was ist passiert mit diesem Kanal? Ein paar Gedanken zu einigen Entwicklungen mit euch teilen. Und da mein Ziel ist ja, dass ihr mit jedem Video ein ganz bisschen vielleicht auch an Content mitnehmt, an Dingen mitnehmt. Da werden wir auch ein bisschen was machen. Und zwar schauen wir uns einmal Fred Hauen im Dunkeln an. Vielleicht kennt der eine oder andere das noch gar nicht, weil ich das ja länger nicht gezeigt habe, was ich da an Beleuchtung habe. Und wir schauen uns auch nochmal das Thema Ereignissteuerung an. Da gehen wir so ein ganz bisschen in die Basics rein, was man mit der Central Station 3 denn so machen kann, ohne jetzt groß Kontaktgleise oder Ähnliches zu haben. Das machen wir aber ein ganz bisschen später. Erstmal möchte ich mit euch über ein, zwei Dinge sprechen, die mir aufgefallen sind und auch was in den letzten 12 Monaten passiert ist. Also um euch mal ein paar Zahlen zu nennen. Der Kanal hier, Johns MOBA, der hat etwa eine halbe Million Aufrufe bekommen. 2700 Abonnenten ungefähr sind neu dazugekommen. Und dafür, ganz ehrlich, herzlichen Dank. Das hätte ich nie gedacht, dass aus meiner kleinen H0-Anlage und den paar Videos, die ich hier angefangen habe, mal sowas entsteht und vor allen Dingen auch so ein toller Kontakt mit vielen von euch. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Austausch. Ich nehme da unglaublich viel draus mit. Und da ich ja auch noch nicht so lange beim Thema Modellbahn bin, und zwar viel kürzer als die meisten von euch als Zuschauer tatsächlich, ist es für mich auch immer ein sehr wertvoller Austausch, einfach Dinge zu lernen, aufzunehmen. Wenn jemand Erfahrung hat, das seit 30 Jahren macht, ich freue mich darüber, wenn ihr diese Erfahrung auch mit mir teilt. Und lasst das auch immer sehr, sehr gern natürlich in meine Videos einfließen. Auch alles das, was hier nicht in den Kommentaren passiert. Ich bekomme ganz, ganz viele E-Mails von euch mit Feedback, teilweise auch, und das fand ich super, gerade zum Schienenzeppelin hat mir jemand sogar einen Zeitzeugenbericht seines Vaters geschickt, der eben live so einen Schienenzeppelin oder das Schienenzeppelin mal gesehen hat. Und das finde ich toll. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der hier in irgendeiner Form mit diesem Kanal interagiert. Und das freut mich. Kann ich gar nicht anders sagen. Ja, das ist super. Ich bin da echt happy und das ist das, was am Ende auch Spaß macht, die Videos für euch zu produzieren oder auch natürlich die Recherchen im Voraus zu machen. Das ist ja ein Punkt, den ich bei den Log-Reviews mir immer vornehme und sehr ernst nehme, dass ich im Voraus eine Recherche mache, natürlich zu dem Log-Modell und auch zu dem Stand der Dinge, zu der gesellschaftlichen Entwicklung, vielleicht auch dem Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung, die diese Art Lokomotive oder diese Lok tatsächlich hatte. Und das nehme ich doch schon, auch wenn es ein Hobby ist, relativ ernst. Apropos ernst nehmen, komme ich mal zum zweiten Thema. Es gibt eine Sache, die, denke ich, sollten wir alle ernster nehmen und uns mehr zu Herzen nehmen. Und da geht es mir um das Thema, wie gehen wir auch alle als Modellbahner miteinander um? Und es gibt so eine leichte Tendenz, die mir momentan nicht ganz so gefällt, und zwar tun manche, 99% von uns nicht, aber es gibt dann eine laute Minderheit. Und diese laute Minderheit tut sich leichter damit, Menschen zu kritisieren, als zum Beispiel Dinge. Was meine ich damit konkret? Es gibt immer mal wieder den ein oder anderen Kommentator, der es nicht schafft, seine Kritik, wenn er welche hat, an meinen Videos in eine, sag ich mal, menschenakzeptable Form zu bringen, sodass ich diese Kritik auch annehmen kann. Was heißt das auf gut Deutsch? Es gibt Leute, die schreiben einfach Beleidigungen. Und ich glaube, das sind bei mir deutlich weniger Menschen, als es zum Beispiel bei dem Michael Schulz, wenn ihr den Kanal kennt, der Fall ist, da er ja auch deutlich mehr polarisiert und deswegen vielleicht auch mehr solche Kommentare und Dinge anzieht. Trotzdem, ich finde es nicht in Ordnung. Ob es wenig ist, ob es viel ist, ich finde es einfach nicht in Ordnung. Und ich denke, das ist ein Punkt, der betrifft zwar nur wenige von uns, aber wir müssen auch ein bisschen auf die Community untereinander aufpassen. Denn mir sind Dinge aufgefallen, ich schaue ja viele
viele YouTube-Kanäle und manchmal sind welche dabei, 30, 40 Abonnenten. Neulich hatte ich gerade so einen Fall, dann zeigt er dort ein Fertiggelände, wahrscheinlich von noch, fährt dann mit Bahn auf Metallschienen durch die Gegend und das Fertiggelände sah eigentlich absolut okay aus und man hat auch gemerkt, der hat Spaß daran. Und da gab es einen freundlichen Kommentar von den 200 Aufrufen, die dieses Video hatte. Und der zweite Kommentar war von jemandem, der sogar mit Klarnamen geschrieben hat. Ja, sind wir denn hier auf dem Kirmes? Und da fliegt ja die Bahn durch die Gegend, das geht ja mal gar nicht. Das ist jetzt vielleicht kein Hasskommentar in dem Sinne, aber wenn ihr jetzt ein Video online stellt, ihr habt da Spaß dran, ihr habt 30 Abonnenten, 200 Aufrufe und der zweite Kommentar, den ihr bekommt, ist sowas. Das ist doch keine schöne Community, das ist kein schönes Gefühl. Und ich kann nur daran appellieren, und wahrscheinlich nach 6 Minuten ist das jetzt schon viel zu spät, sollte von euch jemand jetzt noch zuschauen, der solche Kommentare schreibt. Überlegt euch mal, was ihr da tut. Das sind alles Menschen. Und sowas tut weh, das macht keinen Spaß. Und wenn ihr das noch mit Klarnamen macht, ist das wirklich nicht schlau, vor allen Dingen nicht. Teilweise geht das ja wirklich auch in eine strafrechtliche Richtung, wenn das so Todesandrohungen oder sowas sind, was einige hier bekommen. Das ist nicht unbedingt schlau, das mit einem Klarnamen zu machen. Das ist auch nicht schlau, das überhaupt zu machen, aber mit einem Klarnamen schon gar nicht. Ja, das wollte ich mal loswerden. Ich glaube, da sollten wir alle schauen, dass wir an der Sache oder vielleicht eine Sache kritisieren. Wenn ich jetzt hier dem Schienenzeppelin, was ich euch vorgestellt habe, um das Beispiel nochmal zu nehmen, vorwerfe, das ist eine weiße Krankenhausbeleuchtung im Innenraum hat, dann tut das diesem Schienenzeppelin nicht weh, das mag mich deswegen nicht weniger. Eine Sache zu kritisieren oder einen Vorgang zu kritisieren, das ist eine ganz, ganz andere Sache, als eine Person, einen Menschen zu kritisieren. Also das nur von mir als Appell, was wünsche ich mir für 2022, dass wir da einfach mal alle ein bisschen offener werden und nett, freundlich, respektvoll miteinander umgehen. Das ist mein Wunsch für 2022. In der gesamten Gesellschaft, da seht ihr vielleicht auch teilweise diese Tendenzen, aber auch natürlich bei diesem kleinen Ausschnitt Modellbahn-Community hier auf YouTube. Einfach den Respekt voreinander, den sollten wir doch alle bewahren in unseren Kommentaren und in unseren Videos. Und ansonsten als kleine Hommage an Angela Merkel. Jeder spricht in seinen Videos über das, was er für wichtig hält. Insofern, was halte ich für wichtig? Der ein oder andere, ganz uralte Abonnent von euch, herzlichen Dank, wird sich erinnern, dass ich Anfang des Jahres angekündigt habe, dass ich einen Gutteil der Einnahmen dieses Kanals spenden werde. Das habe ich auch ungefähr 4-5 Wochen dann in den Videos immer mal wieder erwähnt. Interessanterweise in den Statistiken war es dann so, dass genau an diesen Punkten dann immer die Kurve der Interessenten, der Views nach unten geht. Da sind ganz viele Leute ausgestiegen. Und dann habe ich das gar nicht mehr erwähnt. Ich habe das dann ausgelagert in Extra-Videos, wo ich dann nochmal gesagt habe, was mache ich jetzt? Kam auch positives Feedback, aber es hat halt auch im Vergleich zu den anderen Sachen kaum einer angeguckt. Und dann habe ich mir gesagt, ich mache das einfach weiter, aber spreche jetzt erstmal nicht mehr drüber. Und jetzt zum Ende des Jahres haben wir ja schon ein bisschen was zusammen. Das möchte ich mit euch einfach mal teilen. Und zwar, der ein oder andere erinnert sich, wir haben angefangen mit den ersten 25 Euro. Die gingen an ein Lächeln für dich e.V. Hier nochmal verlinkt für euch. Und dann ging es weiter. Und zwar hatten wir dann im Frühsommer ungefähr, hatten wir dann 210 Euro an die DKMS, die sich ja der Sache annimmt, dass wir in Zukunft Blutkrebs bzw. Leukämie als Krankheit auch wirklich in fast allen Fällen heilen können durch diese Typisierungen. Und mit diesen 210 Euro können wir 6 Typisierungen, haben wir 6 Typisierungen hier, dank eurer Views, ermöglichen können. Dann habe ich jedes Quartal 75 Euro, in Summe sind das 300, an die DGZRS überwiesen. Wir haben 60 Euro für Wikimedia, das ist ja eine meiner größten Quellen in vielen Fällen. Ich finde es einfach super, dass es sowas gibt, dass wir so eine freie Wissensenzyklopädie haben, die durch
viele engagierte Leute wirklich gepflegt wird. Also Wikimedia hat 60 Euro bekommen, 5 Euro pro Monat, quasi mein Mitgliedsbeitrag. Und dann haben wir noch 300 Euro, die ich jetzt kürzlich überwiesen habe an die José Carreras Stiftung, auch gegen Leukämie. Das heißt, also das Thema Bekämpfung von Blutkrebs stand in diesem Jahr hier ganz, ganz klar im Mittelpunkt. In Summe sind das, und man kann es kaum glauben, Achtung, das ist Fake, ja. Und zwar waren das 500, 600, 700, 800, 95. Ich habe keinen 95-Euro-Schein. Ja. 900 Euro Spendensumme dank eurer Views. Vielen, vielen Dank. Und ja, damit ist quasi für 2021 diese Aktion jetzt beendet. Was wir 2022 machen, muss ich mir einfach mal überlegen. Aber das waren so die Dinge, die ich mit euch jetzt erstmal besprechen wollte, dass ihr das wisst, dass ihr da auf dem Stand der Dinge seid. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Jahr wieder mit dabei hier auf dem Kanal. Wir werden weitermachen. Log-Reviews habe ich auch schon wieder einige hier hinter mir auf der Anlage, die ich mit euch dann durchsprechen muss. Das sind noch 3 Stück, 2 davon sogar mit Sound. Und das wird richtig cool. Bevor wir jetzt rüberfliegen zum Thema Beleuchtung auf Fred Hauen, möchte ich euch nochmal eine Sache hier ans Herz legen. Die habe ich neulich gefunden bei Amazon, kannte ich vorher gar nicht. Und zwar sind das so ganz, ganz kleine Lichterketten, die hier betrieben werden mit 2 Knopfzellen. Und die kann man dann hier so einschalten. Die ist jetzt hier noch aufgerollt. Aber das sind 20 kleine LEDs auf 1 Meter Länge. Und die Batterie soll angeblich bis zu 60 Stunden halten. Ihr könnt damit 2 Sachen machen. Oder 3, sag ich mal, grundsätzliche Sachen. Entweder benutzt ihr das genau so, rollt es aus, habt ein langes Licht, könnt ihr so eine Lichterkette bei euch auf die Anlage hängen oder so. Oder, da das Ganze hier wirklich mit einem normalen Kabel rausgeht, habt ihr hier wunderbar auch die Möglichkeit, autark eine Beleuchtung herzustellen, ganz einfach, indem ihr das einkürzt und dann nur 2 LEDs davon verwendet. Kann man auch wunderbar machen. Oder Variante 3, ihr könnt diesen Draht hier vorne abklemmen, dieses Teil für irgendwas anderes verwenden und habt dann eine wunderbare Lichterkette, die ihr entsprechend hier bis maximal 6 Volt belasten könnt. Solltet ihr natürlich entsprechend dann mit Vorwiderständen und so weiter so machen, dass ihr dann das gegebenenfalls auch an eure Anlage anschließen könnt. Und der Knaller bei dem Ganzen, der absolute Knaller, das ist der Preis. Ihr kriegt nämlich einen ganzen Haufen von diesen Teilen hier. Wie heißen die? Boah, steht gar nicht drauf. Doch, Mikro-Kupfer-Lichterkette. 16 Stück, a 2 Meter Länge mit 20 LEDs. Die kriegt ihr hier so als so einen ganzen Haufen für richtig schmales Geld. Habe ich euch unter dem Video verlinkt. Super geniale Sache, wenn ihr Dioramen baut, wenn ihr Häuser beleuchten wollt, wenn ihr ein Weihnachtsdorf baut, was man jetzt in der Zeit alles so macht und wo man sich als Modellbahner ja gerne in so schwierige Lösungen vielleicht reinbegibt. Diese Mikro-LED-Lichterketten, ich glaube, als Kind hätte ich die geliebt. Hätte ich so meine Lego-Städte hätte ich beleuchtet, meine Playmobil-Westernhäuser hätte ich beleuchtet. Hätte ich als Kind, wäre ich da hammermäßig begeistert von gewesen. Jetzt bin ich es immer noch. Habe aber nicht mehr ganz so viele spielende Anwendungsfälle hier natürlich. Aber ich habe diese LEDs schon an der einen oder anderen Stelle jetzt auch tatsächlich zum Einsatz gebracht. Nicht auf dem, was wir uns gleich angucken, weil wir jetzt uns Fred Hauen ja bei Nacht mal anschauen. Und wer das noch nicht kennt, seid gespannt. In Summe kann ich euch sagen, da sind so viele LEDs verbaut, dass wir 1,8 Ampere Dauerlast, wenn wir alle anschalten, haben. Was nicht ganz so wenig ist, wenn man weiß, dass das 20 Milliampere ungefähr pro LED so als Daumenwert rechnenbar sind. Insofern, seid gespannt. Ich hole euch jetzt ab und wir schauen uns das mal im Dunkeln an. Ja, und das zeige ich euch jetzt einfach mal. So, und das war jetzt die wirklich
einfache Einschaltsequenz hier auf einmal. Jetzt haben wir die gesamte Beleuchtung an, bis eben auf die Polizeiszene, die extra geschaltet wird. Das heißt, hier unsere kleinen Häuschen sind beleuchtet. Hier sind eben auch teilweise dann Inneneinrichtungen in den Gebäuden drin. Das ist natürlich jetzt bei dem Licht hier wahrscheinlich für euch teilweise etwas schwierig zu sehen. Aber hier bei dem Gebäude sollten wir das hinbekommen. Es ist natürlich mit dem Fokus der Kamera hier immer etwas problematisch, aber jetzt haben wir hier die Gebäude zumindest mal alle für euch so sichtbar beleuchtet. Hier die Lagerhalle. Da seht ihr auch, ist auch ein bisschen drin was los. Die hat noch eine Besonderheit, und zwar hier dieses kleine beleuchtete Firmenschild, was mir wirklich richtig gut gefällt. Und dann haben wir hier natürlich noch eine ganze Reihe beleuchtete Fahrzeuge, die hier so eine schöne Stimmung erzeugen, wie hier bei dem Pärchen, was sich verabschiedet. Dann sind wir hier schon im Bereich der Post. Auch hier hell erleuchtet, wie die Post jetzt in diesem Fall morgens hier was macht. Den Teil des Bahnhofs, seht ihr, habe ich noch nicht ausgebaut. Da kann man einfach reingucken. Dafür aber, wenn ihr es noch nicht kennt, hier gibt es die Polizeistation. Und in der Polizeistation gibt es eine Inneneinrichtung, die jetzt natürlich auch durch den Autofokus hier schwer zu sehen ist. Aber ihr seht, glaube ich, da hinten, da steht der Polizist hinter der Theke. Und hier ist die Dame, die sich dort aufregt. Links, da seht ihr, sind die Besucher, Wartestühle. Und hier rechts hinter den Fenstern, jetzt natürlich auch mit der Kamera sehr schwer sichtbar, sind dann noch quasi ein paar Schreibtischstühle und ähnliches. Genau. Dann gehen wir hier mal über den Parkplatz weiter an den beleuchteten Fahrzeugen vorbei und haben dann hier den nächsten Kaufmann. Auch der hat eine Inneneinrichtung, falls ihr das noch nicht kennt. So sieht die aus, ein bisschen altmodischer. Das waren so die Basics an den Gebäuden hier. Aufnahmen im Dunkeln sind natürlich immer ein bisschen problematisch. Wo jetzt zum Beispiel noch keine Inneneinrichtung drin ist, die aber definitiv noch kommen soll, das ist hier mein kleiner Imbiss, da seht ihr, der ist noch ganz leer gerade, da sieht man gar nichts drin. Und hier haben wir sie ja schon, ich probiere es jetzt nochmal mit dem Fokus, vielleicht klappt es diesmal besser. Ja, also es ist schwierig, euch das wirklich schön zu zeigen hier. Was wir jetzt aber noch gar nicht anhaben, sind die Navigationsbeleuchtungen hier im Hafen von den Schiffen. Und die mache ich euch mal kurz an. Die sind nämlich nicht Teil meiner Ereignisse, sondern die habe ich hier einzeln konfiguriert. Ich mache es jetzt einfach mal alle an. Und jetzt seht ihr, was wir hier haben. Jeweils einzeln schaltbar. Wir haben hier also bei dem ersten Kutter die Navigationsbeleuchtung. Rot-Grün plus natürlich hier das Toplicht. Dazu habe ich hier eine Arbeitsbeleuchtung, die die rückwärtige Fläche beleuchtet in dem Bereich. Und hier bei dem zweiten Kutter haben wir das Gleiche, nur dass da eben zusätzlich noch das Führerhäuschen auch innen drin beleuchtet ist. Und dann haben wir hier noch die Navigationsbeleuchtung des Bootes, was noch unterwegs ist. Da eben auch rot-grün. Und damit haben wir jetzt tatsächlich, wenn wir jetzt noch die Polizei dazu einschalten, die komplette Szenerie hier beleuchtet, was die Anlage momentan denn so kann. Da sind wir schon wieder. Wer es noch nicht gesehen hat, ich hoffe, ihr seid ähnlich angetan wie ich. Ich mag das total gerne, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, wo es früh dunkel wird, hier einfach das Licht auf der Anlage zu haben.
Und ich habe euch da am Ende dieses Videos nochmal zwei weitere Videos verlinkt, wo ein bisschen mehr über das Thema gesprochen wird. Die sind schon ein bisschen älter, aber das ist überhaupt kein Problem. Dann seht ihr, wie ich das gemacht habe und was ich da reingebaut habe und diese ganzen Sachen. Gerade auch das Bestücken der Autos mit den LEDs war auch ein Thema für sich, genauso mit die Boote, die Schiffe. Da habe ich kleine LEDs verwendet. Das war schon ein bisschen fisselig, aber das Ergebnis ist aus meiner Sicht wirklich richtig, richtig gut geworden. Er freut mich jedes Mal, wenn ich das anmache. Und ich finde es schon so schön, dass ich es gar nicht so viel anmachen mag, weil ich immer denke, dann gehen da irgendwelche LEDs kaputt. Aber ihr wisst selber, das tun die eigentlich nicht. Ich habe euch versprochen, wir schauen uns noch das Thema Ereignissteuerung an. Und das machen wir auch. Und zwar genau jetzt. Kümmern wir uns mal um die Programmierung der Central Station für unser Ereignis. Dafür finden wir oben den Bereich Ereignisse und können dort entweder über das Plus oder über hier Bearbeiten Ereignis hinzufügen, eine neue Ereigniskette aufrufen. Die benennen wir erstmal um. Und zwar nennen wir sie Politi, die dänische Bezeichnung der Polizei. Haben damit unsere Ereigniskette schon mal benannt. Dann gehen wir hier auf das Hinzufügen und können jetzt hier verschiedene Elemente hinzufügen. Wir könnten allerdings auch stattdessen aus unseren bestehenden Elementen wählen. Dafür schließen wir das Ganze über das X, können hier dieses Fenster einmal verschieben und haben dann die Möglichkeit, das hier einfach mal aufzuziehen. Und jetzt sehen wir hier unsere ganzen Magnetartikel. Und hier habe ich jetzt auch Lichter. Und da seht ihr schon Politi-Licht und Blaulicht. Das ist also das Fahrlicht vom kleinen Polizeifahrzeug und das ist das Blaulicht, das Blinklicht. Die will ich beide anmachen. Und jetzt will ich als nächstes eine Sounddatei hinzufügen. In meinem Fall jetzt eine eigene, die ich von der SD-Karte hole. Da gibt es den Ordner WAV, gibt es den Ordner John und hier gibt es jetzt eine WAV-Datei namens die Olsenbande. So, das Ganze machen wir von der Lautstärke ein bisschen runter und gehen einmal auf das Häkchen. Jetzt haben wir das mit dabei und jetzt könnten wir im Endeffekt sagen, nach Abschluss des Ganzen möchten wir Blaulicht und Fahrlicht beides ausmachen. Das Ganze ist im Handbetrieb, wird also jetzt nicht automatisch gesteuert aktuell und damit sind wir schon fertig. Können wir schließen, gehen auf Ereignisse, schließen und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. Jetzt zeige ich euch noch mal ein Ereignis, was ein bisschen größer ist. Und zwar findet man das denn hier auch unter Ereignisse. Und hier habe ich eins Köff tanken, heißt das. Mit einem Klick auf den Pfeil bekommt man das Ganze eröffnet. Und jetzt seht ihr, das ist schon relativ lang hier alles. Das ist im Endeffekt einfach eine Aufnahme, die ich gemacht habe. Das heißt, ich habe alle diese Fahrmanöver, die ihr gleich sehen werdet und die Sounds, einfach einmal so aufgenommen. Über diesen Aufnahme-Button kann man das nämlich machen. Und kann das jetzt jederzeit wieder so abspielen. Das heißt, meine Köf kann jetzt immer ganz automatisch von ihrem Schuppen zum Tanken fahren.
Sind wir wieder zurück? Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was mitnehmen können. Vielleicht kanntet ihr das noch gar nicht, was man damit so treiben kann. Es funktioniert im Allgemeinen ganz gut. Ich glaube, gerade mit Kontaktgleisen, die nochmal genau definieren, wo befindet sich jetzt eine Lokomotive zum Beispiel, würde das noch besser funktionieren. Und was ich euch hier jetzt auch nicht mitgeben kann, erstmal ist, wo ihr denn passende Dateien herbekommt, passende Sounds herbekommt. Aber da gibt es coole Tools für. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich einen Weg, euch das dann auch zu beschreiben, wie man das macht. Wird nicht ganz so leicht wahrscheinlich, denn das meiste ist nicht komplett legal in allen Regionen. Das heißt, da müsst ihr ganz genau gucken, wenn ihr jetzt so einen Sound euch aus einem YouTube-Video zum Beispiel raushaut und entsprechende Tools dafür nutzt, ob das denn wirklich in eurer Region, in dem Land, aus dem ihr jetzt zuschaut, auch legal ist. Deswegen werde ich da heute in dem Video nicht genauer drauf eingehen. Es gibt aber solche Tools natürlich und die funktionieren aus meiner Sicht auch, soweit man das beurteilen kann, alle sehr, sehr gut und sehr, sehr leicht. Und da ist natürlich dann auch die Gefahr, dass man, wenn man das nicht darf in dem Land, in dem man ist, das trotzdem relativ schnell machen kann, weil es eben so gut funktioniert. Also insofern, habt da ein bisschen Auge drauf, macht nichts Illegales. Und in diesem Sinne, genießt erstmal die Weihnachtszeit. Kommt ein bisschen zur Ruhe. Soweit es geht, genießt die Zeit mit euren Liebsten und mit eurer Modellbahn. Und ich hoffe, wir sehen uns noch dieses Jahr. Ich will es euch jetzt nicht versprechen. Ich weiß noch nicht, wie die Feiertage bei uns so ablaufen, ob ich es schaffe, nochmal mit einem Log-Review mich bei euch zu melden. Falls nicht, habt einen guten Rutsch und bis 2022.